Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Anno 1800. Doch nochmal ein Part ohne Cam. Liegt einfach daran, ich bin immer noch relativ spät jetzt wieder am Aufnehmen. Sowohl zeitlich, wann der Part rauskommt, als auch uhrzeitmäßig. Aber das soll uns nicht stören. Ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das war generell die Dekorierung, die ist aber soweit abgeschlossen. Falls ihr das also sehen wollt, schaut gerne nochmal in den letzten Part rein. Da haben wir auch schon die ersten guten Items. Der Hafen wird angegriffen. Warum? Oh, diesmal aber mit Schiffen. Naja, wir haben auf jeden Fall angefangen, im Cap Trelawney die ersten richtig guten Items zu bekommen. Ui, jetzt bin ich mit dem Flammenwerfer da, ja. Das wird schlecht enden. So, können wir hier mal kurz zurückfeuern, damit die... Sehr schön. Und jetzt, ja, das können die lassen. Wobei, ja, reicht sogar. Perfekt. Perfekto. Nee, wir haben ein paar starke Items bekommen. Die Frage ist, hatte ich das Schiff schon hierher geschickt? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, das war's, gell? Ja, ich schick's mal zurück. Ja, Prison, damit wir gegebenenfalls neue Sachen kaufen können. Jetzt war... Ich hasse die. So abgrundtief. Moment. Ah ne, das ist so. Ja, fangen wir doch mal wieder an. Mit dem lustigen Spiel. Ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt aber davon ablassen. Ich glaube nämlich nicht. Zack. 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 Ich habe ja auch kein Geld, irgendwie die mal auszubauen. Nee, die schießen weiter darauf. Das war's. Aber wir können die Insel ja weiter abkaufen gleich. Dann mal gucken. Wir könnten natürlich alle gleichzeitig rauskaufen, aber das ist, glaube ich, auch keine Option. Die nimmt die Insel ein, gell? Ja. Dachte ich mir. Man könnte auch noch die Insel wegkaufen, beziehungsweise die. So als kleinen Streich. Geld haben wir ja gerade ein bisschen. Auf jeden Fall, wir hatten ja dieses legendäre Item. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit eigentlich sagen. Womit wir mehr Öl bekommen würden. Jetzt ist die Frage... Ah nee, wir wollten ja, stimmt, extravagante Dampfer bauen. Jetzt erinnere ich mich wieder so. Ach ja, man braucht ja Strom dafür. Habe ich nicht vergessen natürlich. Wo habe ich denn das damals dann hingebaut? Das heißt ja, wir müssten hier irgendwie... Zwei Erz... Eigentlich sind die hier ganz gut. Aktuell. So. Da können wir nämlich jetzt ihn hier reinhauen. Gibt Gold und Öl halt. Öl bei jeder Produktion. Wobei, hier kommt Strom nicht ganz hin, gell? Ja. Das sind dann... Krieg ich da beide? Nee. Das ist schon fies gemacht. Aber hier zumindest einmal. So kriegen wir zwei. Ja, genau. Du kriegst Strom. Jetzt ist die Frage, wie viel kriegen wir? Alle Eisenhütten und Schmieden. Ist das denn das Schmieden? Nee, zählt nicht. Sonst würde hier oben das Item sein. Aber nee. Und du bist auch egal dafür. Nähmaschinen, Konserven. Ja, Diese Dampfräder brauchen wir ja noch nicht. Dafür haben wir noch nicht genug Leute. Schokolade produzieren wir so ein bisschen passiv. Das Clubhaus, dafür fehlt halt uns Beton. Ja, gibt einiges. Das hier können wir erstmal... Ja, passt auf, weil Stahl fehlt. Weil Strom fehlt. Machen wir erstmal das. Dann tun wir es aber nochmal hinbauen. Und dann warten wir, bis wir genug haben. Genau, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, auch dieses Mal war es so. Es kommen aktuell so viele Spiele raus. Ich muss sagen, dass Anno ist so ein bisschen back to the roots. Es ist nichts Neues, darum ist eigentlich ganz angenehm, weil aktuell spiele ich noch viel, kann ich ja mal drüber labern, ist ja so ein bisschen auch die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu labern. Ihr könnt gerne auch mal sagen, was ihr aktuell spielt, aber bei mir ist es jetzt seit kurzem wieder Guild Wars, weil da kam jetzt ein neues DLC raus. Aber auch jetzt die letzten Tage hat man ja sehr gemerkt, wie heißt das,
irgendwas mit Wukong. Black King Wukong? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was jetzt vor kurzem rauskam und jeglichen Rekord gebrochen hat. Gaming-mäßig. Das ist schon krass. Ich habe mir mal den Benchmark runtergeladen. Käme mit Frame-Generierung. Was man nur. Achso, da kam die. Die Farbe passt hier oben aber nicht. Wir machen hier mal ein bisschen größere Lagerflächen. Ja. Ja und nein. Ich habe mir den Benchmark mal runtergeladen und gut, ich kam jetzt mit Frame-Generierung auf eine stabile 60er Framerate beim Preset Ultra. Es gibt aber auch noch Kino. Das ist das höchste. Das, ach Gott. Ah, wow. Das macht ja da ganz schön viel Schaden. Okay, die kommen von hier. Ja, ich weiß. Habe ich hier? Ah nee, ich wollte ja den Stahl da reintun. Ihr Hafen wird angegriffen. Wird vor allem angegriffen, weil ich mich nicht verteidige. So. Da kommt die Piratin. Ist. Ja, kann man machen. Muss man nicht. So, Flak. 10 Kanonen. Das heißt, wir kriegen 3 Stück hier drauf. Am besten in so einem Radius. Wo wir hier noch gerade so das abdecken, damit wenn die wegfliegt, dass das dann auch was bringt. Und hier sind dann die Schiffe. Erstmal okay. So, Insel ist auf jeden Fall standhaft. Dann können wir wieder zurück. Ne, Black King Wukong sah ganz cool aus. Ist in, ich weiß gar nicht, ob es das erste ist. Das erste größere Game auf jeden Fall, was mir gerade einfällt. Was in der Unreal Engine 5 programmiert wurde. Da bin ich noch am überlegen, ob ich mir das hole. Ansonsten auch was, was ich mit einem Freund rausgefunden habe, was ziemlich lustig ist. So ein geiles Game heißt Supermarkt Together. Manche kennen vielleicht diesen Supermarkt-Simulator, der so vor, boah, war denn das? Anfang des Jahres so relativ erfolgreich wurde. Und das ist jetzt so eine Free-to-Play-Version davon irgendwie. Macht schon irgendwie Bock, das so zusammen zu spielen. Aber kann man wahrscheinlich, würde ich auch tippen, Solo mal, also alleine spielen. Ist kostenlos, darum, falls jemand Interesse hat, schaut es euch gerne mal an. Achso, das müssen wir auch mal wegkaufen. Dann haben wir im Cup noch irgendwas, was wir wegkaufen müssen? Nee, gerade nicht. Aber in den Besa dann hier gerne noch meins. So, das gefällt er nicht. Dann kaufen wir hier noch wieder. Und wir kaufen hier. Wir treiben die jetzt. Ah nee, das ist meins. Ja. So. Silberkugeln werden sie nicht retten. Und dann nehmen wir das hier noch. Kostet ja immer nur 17.000. Das heißt, das ist eher so ein bisschen Provokation ihr gegenüber. Vor allem die Insel soll sie mir mal wieder geben. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann sie da auch gar nicht zurückkaufen. Anstelle von glasverarbeiteten Quarzern. Ja, aber hat kein Boni auf Produktion. Darum, nee. Darum, nee. So, ich würde jetzt gern mal gucken. Okay, ich dachte schon wieder Kampfsound. Ich würde. Oh. Haben wir noch irgendwo Gebäude? Wenn ich J drücke, komme ich darauf? Okay, anscheinend nirgendwo mehr. Ist mein Schiff wieder da? Ja, perfekt. Admiral auf der Brücke. Perfekt, was haben wir denn? Wir haben 1,6. Ölkraftwerk wäre natürlich gut, um den Verbrauch zu senken, aber. Hahaha. Ölkraftwerk wieder. Alle Wohnhäuser der alten Welt, aber es ist nur Krankheitsgefahr. Das ist eigentlich egal. Obwohl man natürlich sagen muss, wir haben hier ganz schön Probleme mit dem Ganzen. Das hier wäre das Ding, 37.000 hätte uns das gebracht. Ja, hätte sich, ich würde sagen, nicht gelohnt. Bewegungsgeschwindigkeit für Schiffe ist ganz nice, wenn wir mal später ein Kampfschiff haben. Gelehrtenhaus, Großküche, nee, ist jetzt nichts dabei. Ich gehe mal bis zu 40.000 hoch, würde ich sagen. Weil dann wird halt jedes Mal teurer. Aber auch hier nichts. Oh, ja, den müssen wir mitnehmen. Der ist nice. Sollte man immer mitnehmen, Feras. Ich habe damals immer in Staffel 1 zu dem Hugo gesagt. Das weiß ich noch, mal gucken, ab wann es hier anfängt. Getreide? Nee. Nee. Ach, etwas, was ich noch nachschauen muss. Da denke ich gerade dran. Ich hoffe, ich denke gleich noch dran.
betrifft die Wurstsachen. Boah, das ist... Habe ich genug? Ja, komm, den nehmen wir noch mit. Jetzt ist die Frage. 500.000. Einmal noch? Stahlwerk. Ja, nee, ich nehme den nochmal mit. Den nehmen wir nochmal mit. Und dann geht's wieder rüber. Rüber, rüber. So, apropos rüber, Wurst. Weil der Hinweis kam, dass das Problem mit meiner Wurst ist, dass keine Silos dran sind. Aber wir produzieren 18. Aber die Nachfrage ist höher. Das heißt, wir brauchen einfach mehr. Und deswegen können die auch nicht produzieren. Jetzt ist die Frage, wodurch kommt dieser Mehrbedarf an Verbrauch her? Was verbraucht noch alles Schwein? Die laufen alle auf 100%, okay. Aber was verbraucht das? Das hier verbraucht ja 17 potenziell. Was verbraucht noch Wurst? Ah, nee, Schwein verbraucht noch die Seife. Da brauchen wir auch, oh, da brauchen wir auch mehr. Oder habe ich irgendwo mal was gebaut und nicht dran gedacht? Die hier fehlt. Die können nichts produzieren, weil das. Ach ja, hier fehlt's. Das müsste eins weiter sein. Okay. Da ist der Fehler. Also hat nichts mit den Silos zu tun, weil die würden dann, glaube ich, extra angerechnet werden. Aber hier ist das Problem. Deswegen machen wir mal das. Wir machen das hier rein, das dahin, dahin, ja. Ansonsten ist ja wieder Wochenendspart. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr kamt oder kommt gut in, ja doch, er kamt gut ins Wochenende. Wenn ich mal dran denke, wie viel Uhr der rauskommt, dann ist da schon Wochenendzeit. Außer irgendjemand von euch arbeitet Samstag, dann noch nicht. Aber im Regelfall. So, jetzt brauchen wir aber auch noch für Seife etwas. Da brauchen wir ja das Doppelte eigentlich an Seife. Vielleicht können wir die aber auch einkaufen. Das ginge natürlich auch. Aber ich versuche erstmal ein bisschen was herzustellen. Wir haben ja ein bisschen Arbeitskraft. Da kam jetzt auch was Neues bei der Gamescom, was ich... Also ein paar neue Infos zu Anno 117. Und ich bin mal gespannt, wie das ist. Da werden wir mal... Ich muss mir nochmal alle Infos anschauen. Ich habe da nur so Schnipsel mitbekommen. Aber da werden wir auch auf jeden Fall mal in einem der nächsten Parts drüber quatschen. Jetzt, wo wir eh ein bisschen entspannter spielen können. Bis auf die Kriegssituation. Aber das wird, glaube ich, noch... Das könnte interessant werden. Das könnte auch eine noch mal stärkere Revolution von dem ganzen System sein. Wenn man mal bedenkt, wir hatten in Anno 2205 das erste Mal Arbeitskraft. Da war die aber allgemein gezählt. Und hier in dem Spiel wurde die jetzt aufgegliedert in die untere, in die verschiedenen Tierstufen. Könnte das jetzt wieder eine Weiterentwicklung sein, dann beziehungsweise eine Veränderung, die dann auch noch mal etwas mehr Komplexität in das Ganze bringen könnte. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Alte Welt, Wir gucken mal kurz neue Welt. Können wir schon wieder zurückkaufen? Ja, können wir. Die Geschwindigkeit macht es möglich. Enveser. Das heißt, hier müsste ja auch gehen, genau. Die kauft hier nichts zurück, Muss sie wissen. Silberkugeln. Muss sie wissen. So, hier, ach, wir können schon kaufen, während die noch Ding. Während die da noch rummeckert. Okay, nice. So, dann gehen wir hier mal hoch und können jetzt mal, weil wir eh genug Stahl haben, das Ganze hier vervollständigen. So. Und dann gehen wir hier rein, gehen schon mal hier rüber. Und können wir, ja, da müssten wir jetzt die Brücke wegreißen. Ja, ich lasse es mal. Wir können ja hier mal eine Verbindung schaffen, dann besteht da die Möglichkeit zu wechseln und dann kann man das irgendwann da hinten mal machen. So, haben wir jetzt genug Schwein eigentlich? Das sieht soweit. Ah, nicht ganz. Zwei Stück fehlen noch.
Wie viele wir aber von denen haben, da wäre auch mal ein Produktionsplus. Klar, wir könnten die Silos nehmen. Aber ich muss sagen, die Silos verbrauchen halt Getreide und wir hätten hier zwar noch Platz, aber irgendwie habe ich das nie so als lohnenswert gesehen. Die Traktoren schon, aber dafür müssten wir Öl halt dahin bringen und das lohnt sich für die Stufe, finde ich nicht. Wir verbrauchen zwar so ein bisschen mehr Arbeitskraft, aber geht schon, geht schon. Was fehlt denn hier jetzt? Hier fehlt Brot. Okay, Wurst müsste kommen, genauso wie Seife. Aber Brot. Wie sieht's mit Getreide aus? Okay, wir brauchen deutlich mehr. Zack. Zack, das müsste jetzt reichen, gell? Wenn es voll ausgelastet wäre. Ja, genau. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen mehr Getreide. Achso, und das hier geht hier nicht. Darum. Was? Ziel verloren. Okay. Das waren die Flachs. Das hier können wir wegmachen, genauso wie wir die hier mal wegmachen können. Schönen Tag auch. Hier wird geballert. Aber. Hä? Halbes Ballett. Der Hafen wird angegriffen. Was machen die? Ungehorsam ist eine feine Sache. Ich. Also, wer so micromanagen kann. Respekt. Ich könnte es nicht. So, ist unser Schiff drüben wieder angekommen. Ja, das war das Hafen hoffentlich. Den die angegriffen hat. Oh ja, die sind gerade gekommen. Nice. So, jetzt ist die Frage, wie viel Öl haben wir halt? Sehe ich irgendwo, wie stark es ist? 2 ist, glaube ich, nicht genug. Ich glaube, 3 muss. 3 muss schon. Er ist immer noch das. Kannst du gerne machen. Ich lasse den Ferras hier erstmal drin. Statt Messing verarbeitetes Gebäudeholz. Das war dann. Die Brillenfabrik an sich. Das heißt, wir können das hier eigentlich abreißen. Und dann hiermit, beziehungsweise dann hiermit. Gefällt es dem? Ja, sehr schön. Können wir das machen? Dann können wir uns das sparen. Oder? Ja, Glas und Holz. Das sind zwar komische Brillen, fragt mich nicht, aber es funktioniert. So. Fehlende Waren, ja, das muss abgeholt werden. Das wird dann auch gut, wenn wir das boosten müssen. So. Nähmaschinen gehen runter. Jetzt ist die Frage, können wir das halt vorher noch hoch boosten? Dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Oder ist das nicht möglich? Ich glaube nicht. So. So. Zack. Dann machen wir das einmal. Ein Hof ohne Felder? Und dann machen wir das hier. Bauen das Ganze noch? Ne, das ist schon gebaut. Nice. Dann passt das auch hier. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier in diesen Hohlraum hier reinmachen. Aber so viel, dass wir so viel Brote gebrauchen können, wundert mich. Reicht das schon? Jetzt müssen wir wieder 2 abreißen. Ja, gerade so. Getreide auch. Perfekt. Wir haben zu viel Kohle und zu viel Eisen. Das schadet aber nicht. Beton haben wir genug. Theoretisch könnten wir das jetzt wieder ausbauen. Aber ich sage nein. Wir warten noch. Wir warten noch, wir warten noch. Ich hätte das jetzt hier gerne mal. Um hier, wobei die brauchen auch eine Nähmaschine, gell? Ja. Mangelt es an Wissen. Sie haben ein neues Zwischenziel so erreicht. Jetzt brauchen wir hoffentlich ein bisschen weniger Nähmaschinen, wobei wahrscheinlich werden wir nachbauen müssen. Tippe ich jetzt einfach mal so und so, irgendwo werden Schulen fehlen. Nicht allzu viele Änderungen. Doch.
Mehr Geld, weniger Warenverbrauch. Ihre Insel wird angegriffen. Ach, das ist Sound. Was für eine Insel bist du? Ach, die. Ja, komm. Da kaufen wir. Da kaufen wir Sie doch nochmal was ab. Mich nicht besänftigen. Habe ich auch gar nicht vor. Okay, hier dauert es noch. Ach, kann ich hier direkt alles übernehmen? Nö. Ihr Hafen wird angegriffen. Warum kann ich nicht mehr übernehmen? Mir fehlt es an Einfluss Sie durch die... Okay. Gewonnen. Dann verkauft das mal. Es kommt uns zu Moment. Nein. Nee, mach doch nicht diesen jetzt. Das war der falsche. Ah ja, das sollte eigentlich nicht. So. Ihr Hafen wird angegriffen. Wir machen wieder unsere. Ich bunker mich komplett ein Taktik. So? Nee. Abriss nicht. Achso. Blöd aber auch. So, eingebunkert. Oh ne, der greift jetzt mit an. Ich dachte, es funktioniert. Manchmal funktioniert's. Hier nicht, hier ist halt scheiße gelegen. Okay. Hier hat die was zurückgekauft, oder? Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So, bleiben wir mal hier. Langsam wäre auch mal die Arktis an der Reihe, die wir besiedeln können, dürften, tun sollen. Aber, naja. Wir haben ja Zeit. Es hätte es ja keiner außer das Spiel selber. Oh lol, weil das Ding hier noch steht. Ihre Leute, das ist ja funny. Lange Stand. Wenn ich jetzt das hier vormache, greift er dann das zuerst an? Ich meine, dass er die Blaupause schon angreift, das wissen wir. Ist der dumm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir können bald wieder die Insel aufbauen, so wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, ob uns dafür die Rohstoffe nicht fehlen. Naja, wir können erstmal in eine andere Welt. Kann ein bisschen spielen. Oder sie. Was brauchen wir jetzt da? Eigentlich mal mehr Zufriedenheit auch. Warum fehlt die denn? Die fehlt, weil keine Kirche und Alkohol lässt irgendwie auch nach. Alles schlimm. Kein Alkohol und die Leute sind unglücklich. Ja, Schulen habe ich hier hingebaut. Ich würde das mal hier kurz austauschen. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, ich weiß. Der kann aber nichts machen. Okay, warum habe ich diese Ecke hier rein gemacht? Da habe ich mir nichts bei gedacht. Und hier oben sieht es irgendwie besser aus als da unten. So, dann könnten wir nämlich diesen inneren Kreis hier mal komplett ausbauen. Das wäre, oder ist sehr schön. Jetzt müssen wir darauf noch kurz warten. Wird bereits gemunkelt. Ich munkle auch. Und dann, oh, hier. Ah ne, hier fehlt es noch nicht. Könnte aber auch sein, dass wir das langsam mal angehen dürften. Habe ich das? Ne, ich habe das Schiff noch nicht zurückgeschickt. Das sollte ich mal. Um langsam wirklich mal mit den Items reinzukommen. Und das wäre nämlich schon irgendwie wichtig. Wir kriegen ja auch immer... Oh, jetzt fehlt es daran. Aber wir haben ja genug von den Stufen. Warum fehlt es hier jetzt? Hier fehlt es an Marktplatz. Jetzt nimmer. Jetzt nicht mehr. Wir haben auch echt gut Ziegel, sodass ich mal kurz sagen wollen würde... Von dort nach dort. Okay, das hat fast gar nichts gekostet. Dann mach mal hier. Mach mal das hier. Ah ja, hier fehlt auch noch Deko. Stimmt, das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ja, okay. Muss ich dran denken. So, wenn ich das jetzt aufsteigen lasse. Und gegebenenfalls das hier. Könnte der Konsum von einigen Produkten hier ziemlich stark steigen. Das Gute ist, dadurch geht Bier runter. Das heißt, Bier, da freuen sich dann die anderen.
Das geht oder bleibt erstmal. Was fehlt hier? Irgendwas, aber das wird mir noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil die noch nicht, also weil die das noch insgesamt brauchen. So. Ah, damit sind wir doch schon mal ein gutes Schrittchen weiter im Geld. Wir haben jetzt, glaube ich, zwischen dem letzten und diesem Part unser Budget verdoppelt, oder? So grob. Hier machen wir auch plus 70.000. Das ist nice. Wir können mal ein zweites Schiff schon mal bauen, weil bald wird die Kaffeemenge wahrscheinlich steigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon reicht. Oder noch reicht. Und Kaffee ist so ein Getränk, das 10. Ja, 10 kriegen wir, glaube ich, nicht mit einem Schiff rüber transportiert. Wir tun alles. Hat die mittlerweile mal Bock auf Free? Oh, wir sind bei 0 wieder. Wie ist denn das gekommen? Ja, wir müssen der mal zeigen, so langsam, wo was wir von der halten. 10 Stück sollten wir hier wahrscheinlich schon produzieren, oder? Ja, 12. Aber ich glaube, rüber transportiert kriegst du das, oder kriegen wir es einfach noch nicht? Hier fehlt es an Verpflegungssachen. Das heißt, wir bauen einfach das Ding nochmal. Copy und Paste. Ja, passt perfekt. Ja, perfekt. Perfekt ist immer was für Anfänger, sage ich. Das geht schon so. Ihr Schiff ist was? Ruinen in ihrer Stadt. Oh lol, der hat wirklich aufgegeben. Ihre Insel wird angegriffen. Und er haut ab. Ja. So einfach kann man seine Insel verteidigen. Jetzt bist du Bescheid. Okay, der Blick ist schon geil, wenn man hier drauf kommt. Das ist schon eine geile Skyline hier mit den Bäumen. Was? Aufstand. Och nö. Ja, das folge ich. Ich gebe dem Volk. Das Volk kriegt Polizei. 2. Kriegen wir hier noch eins rein? Theoretisch, wenn wir das wegbauen. Das gefällt mir, glaube ich, auch. 3. Vielleicht haben die auch noch Lust. So. Jetzt sollten die langsam ansteigen, weil auch Alkohol wahrscheinlich wieder ansteigt. Ja, jetzt fehlt denen es an Nähmaschinen. Wir können... Da haben wir auch ein Item für, gell? Guck mal. Hiermit kriegen wir noch alle. Damit kriegen wir wirklich viel, aber die anderen lohnen sich eigentlich gar nicht. So. Ach komm. Was ist falsch daran? Dass das meine Insel ist und nicht deine. Aber das bedeutet, vielleicht können wir wieder kaufen. Ja, bald haben wir die. Anteile bezahlen Sie mit Schmerz. Damit kommen die auf. Ja, auf jeden Fall auf genug wahrscheinlich. Also sonst wären wir richtig im Minus. Ja, passt. 14. 14 reicht, wenn das hochgeht. Wie sieht's aus mit Holz eigentlich? Haben wir da genug, wenn alles voll ausgelastet ist? Ich würde sagen, nein, nee. Klar, wir sind jetzt nicht voll mit Brettern. Wollte ich auch sagen. Vielleicht ihr braucht ja Holz zum Beispiel. Wenn wir das hier so ein bisschen... Ja, das muss hier vielleicht so ein bisschen... Dann kann das weg und wir können es hierhin machen. Zack. Gefällt mir das irgendwie? Ja. Aber ich glaube, das reicht noch nicht einmal. Nö. Was braucht denn noch alles? Hier oben halt. Da kann man aber auch gut den Platz nutzen. So, und dann... Kriegen wir hier 100% noch hin? Ich glaube nicht. Aber hier drüben kann man auch nochmal Holz anbauen. Dann müsste das reichen. So, jetzt gucken wir zum Ende nochmal ganz kurz auf die Items. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Ob da etwas hier existiert, was mir nützlich sein könnte mit 2 Millionen. Ist das
stolz zurecht. Fisch und Perle, nö. Normalerweise erkennt man ja so die wichtigsten Guten. Glühbirnen und Motoren. Was, Motoren? Das muss dann irgendwas Hochhäusermäßiges sein. Ist kein Standard-Item, weiß ich gerade nicht. Alle Wohnhäuser. Boah, minus 100% Wein, das ist aber schon nice. Aber lohnt sich. Plus 10 Zufriedenheit ist aber auch gut. Aber ich nehme es mal noch nicht. Dafür ist es mir aktuell den Preis noch nicht wert. Brillenfabrik. Produziert noch Glas. Nice. Alle Minen. Achso, Arbeitskraft. Wäre es Produktivität, hätte ich gesagt, ja. So, nein. Geschütze und Aluminiumschmelzhütten. Nee, alle Kontore. Glühbirnen und Phonographen produzieren extra Glühfäden und andere Arbeitskraft nehme ich mal mit. Oh je, Mini. Der war ganz geil, glaube ich. Schreinereien und Fensterfabriken, Holzfurniere. Durch Clubhaus. Oh, dann erhalten die Zigarre. Das ist wichtig eigentlich. Ja, nehmen wir den noch mit. Und gehen wieder rüber nach Cap Trelawney. Und wir auch, weil das war schon wieder außer Kontrolle. Nicht. Oh. Ich glaube, hier fehlen uns Feuerwehren. Der Aufstand ist ja niedergezwungen. Das heißt, wir können... Zack. Ziel verloren. Zack. Ach ja, da war wieder irgendwo... Irgendwo so ein komisches Ding. Ziel verloren. Ja, ich weiß. So, das können wir ja eigentlich überall machen. Ziel verloren. Ach, das war ja auf Manola. Nee, war nicht Manola. Never mind. Aber gut, beim Part haben wir begonnen mit einer Seuche, jetzt enden wir mit einem Feuer. Ist doch auch ein schöner Blick hier auf unsere Stadt, ist ein bisschen schnell. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe euch hat dieser Part gefallen. Ich hoffe, der nächste dann mal wieder mit Cam, aber ich hoffe, es stört einfach nicht. Habt ein schönes Wochenende, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.